28 Kilometer. Diese Strecke ist bis heute für den Brenner Basistunnel gegraben worden. 28 Kilometer Tunnel, Kavernen, Zubringerstrecken und alles, was sonst noch dazugehört. Ehrengast war nun an der Baustelle in Mauls in der Nähe von Franzensfeste Infrastrukturminister Maurizio Lupi. Hausherr war natürlich Landeshauptmann Luis Durnwalder. Der Vertreter der römischen Regierung hat seinen persönlichen Einsatz und den der ganzen Regierung sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene für die Fertigstellung des Werkes zugesagt, das 2025 abgeschlossen sein soll. Sehr beeindruckt zeigte sich Minister Lupi vom Fortschritt der Bauarbeiten. Auf dieser Baustelle geht einem das Herz auf, sagte der Minister. Der Brenner Basistunnel ist ein konkretes Beispiel dafür, wie grenzüberschreitende Projekte durchgeführt werden können. Südtirol geht mit einem guten Beispiel an Effizienz voran. In der Zwischenzeit hat der Staat insgesamt 837 Millionen Euro für den Bau des BBT zur Verfügung gestellt und auch bereits das zweite Baulos gut geheißen. Auch die Zweifel über die Zulaufstrecken sind überwunden. Wir sind immer froh, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir einem Minister zeigen können, dass wir hier nicht nur schöne Worte machen, nicht nur schöne Akten machen, sondern dass wir das auch umsetzen. Und deswegen sind wir froh, wenn wir die Möglichkeit haben, zu sagen, andere sollen weiter streichen, sollen weiter protestieren. Wir wollen etwas realisieren und deswegen die Geldmittel sind hier gut aufgehoben, weil wir hier etwas für die Bevölkerung, für unsere Kinder machen wollen. Gute Nachrichten auch von der Europäischen Union. Letzte Woche wurde ein weiterer grundlegender Schritt hin zum Brenner Basistunnel gemacht. Brüssel hat nämlich für den Zeitraum 2014-2015 weitere 100 Millionen Euro definitiv zugesagt. Das ist ein klares Zeichen, dass die europäischen Regierungen das Werk so schnell wie möglich fertigstellen wollen.